Ist sie's oder ist sie's nicht? Im Zoo Berlin wurde alles getan, um herauszufinden, ob Meng Meng guter Hoffnung ist. Am Mittwoch kam erneut der Ultraschall zum Einsatz und die Panda-Dame ließ die Prozedur über sich ergehen. Im April hatte Meng Meng ihren Gefährten zum ersten Mal erhört und wurde danach zur Sicherheit noch künstlich besamt. Die in China beheimateten Bären gelten als Fortpflanzungsträge. Nun ist im Uterus des Weibchens tatsächlich etwas zu erkennen. Zoodirektor Andreas Knierim. Und jetzt ist der ganz wichtige Punkt. Sind die nächsten 2, 3 Wochen erfolgreich? Entwickelt sich das Embryo weiter? Führt es dazu, dass wir auch einen Herzschlag sehen? Und sehen wir eine regelgerechte Geburt bis zum Ende, dass es dann auch zur Geburt kommt? Denn in der Tat, bei Bären kann es auch passieren, dass sie resorbiert werden in einer Gebärmutter und nachher gar nicht stattfinden. Aber das hoffen wir alles nicht. Trächtigkeit beim großen Panda ist eine komplizierte Angelegenheit. Doch auch das Verhalten der möglichen Panda-Mama deutet auf eine Schwangerschaft hin. Sie sei derzeit nicht sehr kooperativ bei den Untersuchungen, so ein Pfleger. Auch das könnte auf eine baldige Mutterschaft hindeuten. Vielleicht aber hat Meng Meng auch einfach nur genug von den vielen Augenpaaren, die ständig auf sie gerichtet sind.